Willkommen zu einer neuen Folge von Diese Woche bei Bungie. Endlich ist es soweit. Crossplay kommt. In dem aktuellen TWAB geht Bungie, was das Thema Crossplay angeht, endlich ins Detail und wir bekommen die Antworten, auf die wir rund um das von uns herbeigesehene Crossplay so lange gewartet haben. Wer bin ich? In einer Crossplay-Welt, die auch noch Cross-Save unterstützt, war Bungie schnell klar, dass wir Hüter auf eine Identitätskrise zusteuern. Bungie sagt, dass sie nämlich auf keinen Fall wollten, dass sich unsere Nicknames, also der Name, den wir über dem Kopf unseres Hüters sehen und mit dem uns auch die anderen dann identifizieren, sich jedes Mal ändern, je nachdem, auf welcher Plattform wir uns gerade eingeloggt haben. Ganz zu schweigen, sich die ganzen unterschiedlichen Namen von unseren Freunden zu merken, je nachdem, auf welcher Plattform ein Spieler gerade unterwegs ist. Daher werden alle Namen in eine spezielle Identität konvertiert. In den sogenannten Bungie-Namen. Dieser ist auf allen Plattformen gleich. Das führt allerdings zu einer einmaligen Umbenennung. Für alle, die zum Beispiel Discord benutzen, wird der Bungie-Name wahrscheinlich bekannt vorkommen, denn er wird eine ähnliche Struktur haben. Der Bungie-Name setzt sich nämlich wie folgt zusammen. Wir haben unseren normalen Anzeigenamen. Zum Beispiel in meinem Fall ist das momentan Ilias. Dem Namen wird dann ein Hashtag hinzugefügt und eine vierstellige numerische ID auch noch. Also könnte mein Bungie-Name zukünftig zum Beispiel Ilias Hashtag 0306 heißen. Ihr seht auf dem Bild, wie so ein Spieler-Tooltip aussehen wird. Ganz normal sehen wir oben den Anzeigenamen und weit unten wird einem der Bungie-Name genannt. Wir sehen auch in der Liste der nahen Spieler, dass bei jedem Spieler dann direkt angezeigt wird, auf welcher Plattform er unterwegs ist. Aber ihr könnt euch bestimmt vorstellen, dass Bungie hier nicht jeden Namen einfach als Bungie-Namen dann auch stehen lassen kann bzw. verwenden wird. Es wird jeder Name erstmal sozusagen überprüft, ob in dem Namen anstößige Begriffe enthalten sind oder der Name verbotene rassistische Bestandteile hat. Außerdem werden alle Zeichen entfernt, die im Spiel nicht angezeigt werden können oder die man über die virtuelle Tastatur auf einer Konsole nicht in das Spielersuchfeld eingeben kann. Das heißt, dass einige Zeichen, wie wir sie auf Steam nutzen können, zum Beispiel Symbole wie Handfeuerwaffe, Raketenwerfer und so weiter, nicht mehr verwendet werden können. Was passiert nun aber, wenn euer Name auf zum Beispiel Steam jetzt gerade solche vorhandenen Zeichen oder einen verbotenen Begriff enthält? Nun, dann würde unser Charakter den Namen Hüter mit einer zufälligen Nummer bekommen. Und hier ist auch das Problem. Zum Start von Crossplay gibt es keine Namensänderungsfunktion. Die kommt wahrscheinlich erst im Winter. Deswegen hier noch die Empfehlung von Bungie, beziehungsweise ich würde sagen, es ist eher ein Hinweis, dass ihr euch lieber jetzt schon überlegt, wie ihr euren Charakter auf eurer Plattform benennt. Denn wenn Crossplay startet und du den Namen dann Hüter 4567 bekommen hast, dann wirst du den für einige Monate haben. Und ich persönlich hätte darauf jetzt keinen Bock. Also, gestaltet euren Namen am besten so, dass er keine verbotenen Begriffe oder Zeichen enthält und es dürfte alles gut gehen, wenn dann die Namensvergabe in Season 15 kommt. Optisch bleibt das Ganze auch so ziemlich bei der Ansicht, die wir bisher kennen, also wenn wir auf die Übersicht gehen und dann eben sehen, welche Freunde gerade online sind, rechts die Clan-Mitglieder und links haben wir dann die, die in der Nähe sind, das bleibt alles ziemlich beim Alten. Bungie führt mit Crossplay das sogenannte Bungie Friends aber auch noch ein, mit dem es dann leichter sein soll, die Freunde über die verschiedenen Plattformen zu finden. Es wird sogar einen eigenen Plattformfilter geben, um bestimmte Leute noch einfacher zu finden. Aber anscheinend wird man nur die Freunde als online angezeigt bekommen, die auch auf derselben Plattform wie wir gerade angemeldet sind. Clan-Mitglieder werden wir aber alle sehen können, die online sind. Also ganz egal, auf welcher Plattform diese gerade angemeldet sind, Clan-Mitglieder sieht man immer alle online. Es wird verschiedene Möglichkeiten geben, Freunde hinzuzufügen und unter dem neuen Bungie-Namen auch dann zu finden. Unter anderem wird es eine extra Homepage dazu geben, bungie.net/friends. Die ist noch nicht live, da kommt jetzt noch eine Fehlermeldung. Da wird es möglich sein. Bungie schafft mit Crossplay aber auch alle bisherigen oder bisher gängigen Einladungsmöglichkeiten von Hütern ab und wird das Einladen von Spielern nur noch komplett ins Spiel integrieren. Das heißt, ich spiele jetzt zum Beispiel auf Steam und momentan machen wir das natürlich über die Freundesliste auf Steam. So laden wir uns gegenseitig ein. Das wird jetzt dann zukünftig abgeschafft und nicht mehr möglich sein. Ich vermute, dass dann wahrscheinlich auch die Join-Funktion abgeschafft wird. Da müssen wir uns aber überraschen lassen, ob das wirklich dann komplett weg ist. Wenn wir jetzt eine Einladung in einen Einsatztrupp erhalten,
dann bekommen wir eine Einladungsbenachrichtigung in-game. Um diese dann anzunehmen, gehen wir dann auf die Übersicht und wählen dort dann den Reiter Einladungsbereich, so wie man es dann auch auf dem Bild hier im Hintergrund sieht. Und dann können wir da die Einladung annehmen oder auch ablehnen. In demselben Fenster können wir dann auch andere Hüter suchen, Freundschaftsanfragen und auch Clan-Einladungen annehmen. Über Bungies eigene App, den Fireteam Finder, werden wir dann zukünftig auch direkt die Spieler in unseren Trupp einladen können, also müssen keine Zwischenstufe mehr gehen, was auch eine sehr, sehr gute Vereinfachung ist, um einfach Leute zu finden und direkt einzuladen. Damit man sich vor Belästigung aber auch schützen kann, wird es natürlich im Game die Möglichkeit geben, sich zu schützen. Es wird ein Blocksystem geben und dann gibt es auch noch ein Datenschutzsystem, bei dem man dann diverse Einstellungen vornehmen kann, wer ich zum Beispiel eine Einladung überhaupt schicken kann in einen Einsatztrupp oder wer euch auch eine Freundschaftsanfrage schicken darf und so weiter und so fort. Wie schaut es jetzt aber mit dem Matchmaking aus? Kann ich mit jedem wirklich in einen Topf geworfen werden oder wie ist das? Also in sämtlichen PvE-Playlists ist das genauso. Dort wird es nur noch eine Playlist für alle Plattformen geben. In allen Modis, bei denen auch PvP mit dabei ist, zum Beispiel dem Schmelztiegel, Trials, Eisenbanner oder auch Gambit, dort werden PC-Spieler mit PC-Spieler zusammen sein und Konsolenspieler mit Konsolenspieler. Zu den Konsolenspielern gehören auch die auf Stadia, die rein theoretisch aber auch mit einer Maus spielen, je nachdem wo sie sind, aber ist glaube ich trotzdem fair, wenn es so ist. Sobald es aber ein gemischter Einsatztrupp ist, also das ist zum Beispiel ich als PC-Spieler, spielen mit einem Kumpel, der auf der Konsole ist, dann wird eben der PC-Spieler-Pool für das Matchmaking betreten. Sprachchat wird es leider noch nicht zu Release geben. Es gab wohl einige Probleme bei der Umsetzung eines Sprachchats mit dem Crossplay und Bungie hatte sogar überlegt, Crossplay ganz zu verschieben, aber zum Glück haben sie das nicht gemacht. Der Sprachchat wird einfach zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht. Textchat auf Steam bleibt aber erhalten und bis zu Witch Queen soll es dann auch noch auf den Konsolen folgen. Der Fahrplan für Crossplay sieht wie folgt laut Bungie aus. Am Anfang der Season 15 kommen mit Crossplay die Bungie-Namen, die Bungie-Freunde und plattformübergreifende Einladungen, Multiplayer und Matchmaking sowie die Spielersuche und die Datenschutzeinstellungen. Kurz nach dem Start soll dann der Cross-Plattform-Voice-Chat kommen, im Winter folgt dann die Bungie-Namensänderung und die Text-Chat-Anzeige auf Konsolen. Außerdem soll es dann auf Konsolen möglich sein, über USB-Tastaturen in-game zu chatten. Das sind einige sehr coole Neuigkeiten, die uns Bungie hier präsentiert hat. Ich persönlich freue mich riesig auf Crossplay, vor allen Dingen, weil man einfach dann nicht mehr so getrennt ist als Community. Es ist dann nur noch eine Community. Wenn man in einem Stream bei jemandem ist, dann muss man nicht mehr darauf achten, was für eine Plattform er hat oder wenn man in einer Spielersuche ist. Das wird einfach richtig, richtig gut. Und ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Ich hoffe aber auch, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst mir doch einen Like oder ein Abo da. Würde mir sehr weiterhelfen. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Ilias. Ciao.